Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII 2. Im letzten Part haben wir Academia fertig gemacht und haben uns das letzte Monster geholt. Und ich habe angefangen, ein bisschen zu leveln. Also die Monster zu leveln im Sunless Auenwald. Da habe ich noch ein bisschen Vater gefarmt. Für die Stufe 2 Materialien. Für die Stufe 3 Materialien hatte ich ja gesagt, dass da sich Academia die Ghule recht anbieten. Das Problem ist, was ich herausgefunden habe, die Ghule sind weg, sobald man zum ersten Mal auf Kaius dort trifft. Und man müsste die Raumzeit neu starten. Das Problem ist, das Kontra-Artefakt gibt es noch nicht. Also ich kann es noch nicht holen. Deswegen habe ich hier in der Archhüllten Steppe gefarmt, nämlich bei sonnigem Wetter auf dem Hauptplateau, also im Endeffekt hier in diesem Bereich, kann man die Bukabus antreffen. Ich schau gerade mal. Das sind die hier. Die meisten Monster habe ich inzwischen gezähmt, weil ich sie so oft besiegt habe. Also die beiden. Bukabu und Bukabu Häuptling. Die droppen Stufe 3 Mats. Und sobald man. Sobald ich da alle von. Also die drei Monster durch hatte, bin ich auf regnerisches Wetter gegangen und hier in die Klarwassermarsch. Also hier. Ich habe auch zwischenzeitlich fast die komplette Archhüllte Steppe erkundet. Mir fehlt nur hier so ein kleiner Punkt in der Mitte. Da kommt man nur mit einem Chocobo hin. Sonst habe ich alles erkundet. Einfach beim Rumlaufen habe ich so mit erkundet. Sehe ich auf die Monster gewartet habe. Und zwar. Monsterzucht. Und zwar bekommt man Stufe 4 Materialien. Also ich gehe immer von den Schauder-Materialien aus, die alle drei Werte erhöhen. Kriegt man von den vom Numbanyudo, von der Stichraupe, vom Stachelfisch und vom Dornenfisch. Von der Stichraupe als seltener Drop und von dem Numbanyudo, Stachelfisch und Dornenfisch als normaler Drop. Und hier gibt es auch die Kleinküsschen, die droppen Stufe 5 Matt. So, dazu, weil man sieht schon, meine KP sind ein bisschen hoch, gehe ich jetzt erstmal kurz auf die Charakterinfo, um meine drei Monster zu zeigen. Ich habe Alucard, Serge und Lorenz komplett durchgeskillt. Die sind auf Maximallevel. Spätreife können entweder Stufe 70 oder Stufe 99 gehen. Ja, man sieht aber schon, die Werte sind ziemlich heftig. Hier mal die Fähigkeiten durch. Meteoposse hatten wir ja schon. Das ist die Empathiefähigkeit. Angreifen und Ruin. So, und der Rest ist Auto. Ich habe, also man könnte zwei Brecherboni geben und ein ATB Plus, also auf ATB Stufe 4. Ich habe einen Brecherbonus 2 übersprungen und habe mir einen fünften ATB Balkenabschnitt geholt. Man könnte auch bis zu 6 gehen. Aber ich habe mir gedacht, den einen Brecherbonus nimmst du noch mit, dass es wenigstens ein bisschen Bonus bringt. Marterstoß auf manipulierte Gegner, Angriffe für erhöhen ein bisschen den ATB Balken. Anschlag, Angriff und Ruin-Kombo, was halt den ersten Angriff recht stark macht. Sturmstoß, wenn man nicht vom Gegner anvisiert wird. Und Sturmstoß. So, dann Schockzerberster ist auch ganz gut. Panzerbrecher hat es gegeben, wenn der Gegner widerstehen oder halbiert, für zum Beispiel physische Angriffe hat. Und dann Angreifen eingesetzt wird, macht es deutlich mehr Schaden. Und dann kommen wir zu den ganz guten Fähigkeiten. Contra Courage, Contra Eno, Contra Vigilant. Das ist, wenn der Gegner, auf den Alucard gerade geht, Courage, Eno oder Vigilant geboostet hat,
boostet er sich das selbst. Das heißt, denkt der Gegner, er macht sich stark, wird er auch stark. Und die Angriffsanimation ist halt sehr kurz und somit haut das kleine Küsschen ziemlich rein. Dann weiter zu Serge, den Verteidiger. Kreisel ist die Empathiefähigkeit, provozieren, Gegner provozieren, also Aufmerksamkeit ziehen. Herausfordern ist einfach stärker, geht aber nur auf ein Ziel. Jähzorn, wenn Gegner ihn angreifen, gibt es einen Konter. Gestauter Zorn ist einfach die stärkere Version davon. Schutzsphäre, physische und magische Resistenz geht deutlich hoch. Exallschutz, ja, Resistenz für die Gefährten. Verteidigerbonus 2, da bin ich da drauf gegangen. Da brauche ich nicht so ein ATB. Wenn er verteidigen soll, dann soll er verteidigen. Schutzmantel. Die Resistenz geht noch weiter hoch, wenn er sehr angeschlagen ist, was sehr schwierig wird bei 10, bei fast 11.000 Leben. Und Flächenschutz. Er schützt die ganze Gruppe. Und Lorenz, unser Augmentor, der hat Kwe, das ist seine Empathiefähigkeit. Sein Auto ist der Augmentor Bonus 2, weil wenn er rauskommt, soll er augmentieren. Und dann hat er Courage, Vigilant, Vigilaga, das ist einfach Vigilant auf alle und reduziert Blutschaden. Okay. Und ist generell eine Fähigkeit von Vigilant. Aber abgeschwächt. Okay. Flor, Kuraga, also eine Courage für die ganze Gruppe. Ena, Adaero, also Windelement und Zeitsegen. Damit kann man die noch verlängern. Hauptteil ist einfach Courage und Ena bei ihm. Einfach weil Sarah und Noel einfach nicht lernen können. Die können nur Defensive stärken. Und so hat man halt auch eine gute Offensive noch dabei. Genau. Somit hätten wir die drei durch. Und die racen ist gerade aktuell ziemlich viel, wenn man sich anguckt. Noel mit seinen 333 Angriff, dagegen Alucard mit 1100. Ist schon ordentlich. So, dann wollen wir aber noch die Kristarien auch noch machen für die beiden Hauptcharaktere. Da wollte ich euch dabei haben, wegen den Boni. Da kann ich wahrscheinlich so, keine Ahnung, 4 Level oder so machen, also 4 Stufen. Jetzt speichere ich erstmal kurz ab. Und dann geht's los. Ich werde die beiden immer abwechselnd Stufe für Stufe machen, weil so habe ich sie halt auch hier in der Liste. So, Kristarium. Jetzt schaue ich nur kurz erst Noel, ob ich hier auch in der Liste gerade richtig bin. Genau, ich bin richtig. Dann geht's mit Sarah los. Und zwar geht sie. Okay, recht einfacher. Verheerer und Heiler. Gibt's hier nur. So, Verheerer, Heiler, Verheerer, Heiler, Verheerer, Heiler, Heiler, Verheerer, Heiler, Verheerer, Engel und Verheerer. Dann holen wir den Heilerbonus. Ja. So. Ja, passt. Ja, ich speichere hier immer wieder zwischen, aber es ist einfach
sinnvoll, es so zu machen. Somit kommt man nicht in die Bredouille, dass man gleich nochmal 2, 3 Kristalliumsstufen machen muss. So, dann Noel bekommt... Ah, diesmal ein Mix. Wir beginnen mit Brecher, Heiler, Brecher, Heiler, Brecher, dann Heiler, 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 Brecher. Okay, wegen Vigra. Und jetzt machen wir beim Verheerer weiter. Verheerer, Brecher, Verheerer, Verheerer. Ich wechsle gerne zwischendrin einfach, dass man schneller mit der Kamera weiterspringt. Brecher, Verheerer und Brecher. So, das haben wir erweitert. Wir bekommen jetzt den Brecherbonus. So. Und der Level-Up war auch korrekt. Bei meiner Liste steht halt immer schön auch am Ende dran, was der aktuelle Zustand ist. Und den prüfe ich immer einmal nach. So. Dann wieder Sarah. So. Sarah bekommt Manipulator. Manipulator. Ja, das ist jetzt ein etwas komplizierterer Verteidiger, Verteidiger. Manipulator, Manipulator. Nochmal zweimal Verteidiger. Dann zweimal Manipulator. Dann zweimal wieder Verteidiger. Bei den Manipulator-Augmentor-Geschichten muss man so aufpassen, dass man die, dass man die Boni mitnimmt. So, dann Verteidiger, Verteidiger, Manipulator, Manipulator. Verteidiger, Verteidiger. Verheerer. Okay, gut. Der Rest geht etwas schneller. Verheerer. Verteidiger. Verteidiger. Verheerer. So. Dann gibt's jetzt Sarahs Special-Angriff. Nämlich die Verheerer-Fähigkeit Artemis-Pfeil. Die können wir außerdem nur einsetzen, wenn wir im Verheerer sind. Was die Verheerer-Fähigkeit schon ein bisschen erklärt. So, dann passen die, dann wieder speichern, so, dann wieder Kristarium, außerdem wir gehen bei Sarah, das ist schon wieder gut runter. Die Punkte. Na, jetzt wird es hier wieder mit dem Augmentor interessant. So, Brecher. Einmal Augmentor. Zweimal Verteidiger. Augmentor, Augmentor.
Augmentor, Augmentor. Dann Verteidiger, 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 Verteidiger. Zweimal Augmentor. Einmal Verteidiger. Zweimal Augmentor. Dann zweimal Verteidiger, dann wieder zweimal Augmentor. Verteidiger. Zack. So, Kristall erweitert. Und für Noel gibt es die Brecherfähigkeit Meteospeer. Zack. Das passt auch. Ich glaube, noch ein Kristallium kriegen wir hin. Mit den Punkten. Das heißt, noch zweimal speichern. Und dann sind die beiden recht gut gelevelt. Und wir können uns dann nochmal an ein bisschen Sidequests dranhängen. Nämlich, die haben jetzt über 2000 Leben, das heißt, wir können sogar noch ein paar Quests so machen. So, Sarah. Dann gehen wir mit Manipulator. Manipulator. Ja, das ist jetzt ein. Obwohl, Zen ist gar nicht so viel. Also, die Liste hier ist, ich muss immer ein bisschen umdenken, die Liste ist auf Englisch und da ist es hier der, Sentinel und der Saboteur. So, dann zweimal Verteidiger, dann zweimal Manipulator. Dann gehen wir zum Brecher, zu Englisch Commander. Dann zweimal Manipulator. Brecher, Brecher. Manipulator. Manipulator. Dann wieder zweimal Brecher. Zweimal Manipulator. Zweimal Brecher. Manipulator, 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 Manipulator. Brecher und Manipulator. So. Dann gibt es den Brecher 2 Bonus. Somit ist Sarah durch. Und für die nächste Stufe brauchen wir knapp 4000 Kristallpunkte noch. Dann speichern wir nochmal ab. Machen noch ein komplexeres bei Noel. So, Kristarium, Noel, so, Brecher, Augmentor, zweimal Verteidiger, Augmentor, 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 dann Verteidiger bis zum Großen. Zum Augmentor. Segen. Okay. Verteidiger. Ja. Brecher.
1, 2, 3 mal Brecher. 2 mal Verteidiger. Brecher. 2 mal Verteidiger. Also wieder nur Verteidigerbrecher. Okay. Ja, die Werte stimmen. So, und bei ihm gibt es jetzt Accessoire-Kapazität. Zack. So. Okay, für den nächsten brauchen wir noch 4000 Kristallpunkte. Die TP sind jetzt ordentlich hochgegangen von den beiden. Dann will ich aber zuallererst, obwohl will ich hier direkt gucken. Stöppel habe ich hier. Ich will die Stöppel. Okay, dann können wir eigentlich hier die Quest, die erste auf jeden Fall der Quests machen, weil für die sollten wir über 2000 TP haben. Und wir können dann gleich nochmal leveln. So, und zwar müssen wir dafür erstmal ein bisschen was vorbereiten. Nämlich, es gibt hier neben den roten Kaktusstatuen noch extra Kaktusstatuen. Nehme ich die halt noch mit. Das sind außerdem die Küsschen. Das Kleinküsschen. Also wir haben das Zwergküsschen und das sind die Kleinküsschen. Ja. Die Kämpfe sind eigentlich nicht mehr wirklich ein Problem. Eigentlich, seitdem Alucard gut gelevelt war, hat der eigentlich fast alles hier gemacht. Ja, und hier kriegt man halt die Schauderkristalle. Das ist die Stufe 5. So, also es gibt drei von diesen türkisen Statuen, die sind versteckt. Die habe ich schon aufgedeckt. So, wenn wir die berühren. Erscheint ein Monster. Und zwar hier. Ein Kaktorius. Der hat 1000 Stacheln. Gehe ich mal lieber in die Delta-Offensive. Weil dann greift er Serge an, welcher 1000 Schaden ein bisschen besser wegsteckt. Dann können wir uns drum kümmern. Ist ein Augmentor, ist zähmbar, hat 100.000 Leben. So. Ja, aber das ist jetzt nicht so das größte Problem. So. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man ihn immer zähmt. So, und zwar ein Erzkaktorius haben wir erhalten. What was that? Did we break a seal on the monument? Did we unlock it? So, dann zum nächsten. Beim nächsten weiß ich es auch auswendig, wo es ist, weil es ist etwas auffällig. Das ist nämlich. Ja, erstmal hier weg, nämlich hier zwischen den Kakteen.
So, da drüben bist du. Da drüben bist du. So, auf wieder, Kryptorius. So, in die Delta. Ja, jetzt darf Noel ein bisschen. Bis ich wieder darf. So. Na gut, Säge ist nicht dafür da, anzugreifen. Kannst du, also kann da also schön die ihn stoppen und alles mögliche. Er ist aktuell nur Kanonenfutter. So. Dann haben wir ihn. So. Dann noch den letzten. Ich glaube, der ist hier hinten in der Ödnis, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste ich da nochmal kurz nachschauen, wo der ist. Weil die drei, also es sind drei Statuen und die drei Statuen muss man aktiviert haben, um weiter zu können. Also um die nächste Ich krieg mir jetzt nicht. Komm, okay. Ich schau mal kurz nach. Ah, okay. Also, die letzte müsste in der Nähe der ersten Teleportstatue sein. Weggehen. Nicht ganz. Und zwar ist die dritte in der Klarwassermarsch. Direkt am Rand. Das heißt, ich muss erstmal zur Teleportstatue wieder zurück, um da hochzukommen. So.
da bin ich der Wassermarsch. Ich mag diese Texterklärung nicht so ganz, weil die sind gerne mal ein bisschen schlecht beschrieben. Das müsste eigentlich ungefähr hier sein. Besiegen wir sie halt kurz. Oh, ich sehe nur bestimmt Wetter da. Also fast sonniges Wetter. Die erste hier ist bei, also die zwischen den Kakteen da ist bei jedem Wetter. Die eine, die ich schon geöffnet hatte in der Klawassermarsch, ist bei bei regnerischem Wetter. Und die dritte bei dem Stein, wo ich es gerade versucht habe, ist bei bei sonnig. So, und die drei muss man bekämpfen, die drei, um die Essenzquest hier zu starten. Und ich möchte die erste davon nämlich machen. Nämlich die von der Klawassermarsch. Brauche ich erstmal sonnig. Wieder rumprobieren. Steht hier sogar schön dran und dann kann ich die gerade wieder runternehmen, weil ich brauche beide unten. So, und die hier. Also gewisse Sachen wie jetzt hier habe ich jetzt nicht so im Kopf. So, jetzt haben wir sonnig. Dann haben wir da den Longui. Da ist es auch gesagt, es gibt vier von den Essenzquests hier. Und jede davon ist bei einem anderen Wetter. Wir wollen die regnerische machen, das ist die erste. Die zweite müsste die windige sein, die dritte die stürmische und die vierte sonnig, weil sonnig ist der Longui. Das wird auch noch ein Spaß, das wird somit eines der letzten Sachen sein, die ich machen werde. Weil ich hier nicht so die Möglichkeit habe, ihn so zu machen wie in 13. Also mit der Vinyl-Technik. Wir versuchen ihn einfach zu insta-killen. Das geht
Hier leider nicht. Auch wenn Sarah zum Teil ein Manipulator ist, sie... dann halt nochmal die Küsschen besiegen. Wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, die Fähigkeit tot zu bekommen. Ich glaube, nicht mal ein zähmbares Monster hat tot. Aber ich habe mich jetzt auch mit den Manipulatoren nicht so ganz reingearbeitet. Weil ich eigentlich immer einen Manipulator mitnehme, weil Sarah schon ein recht guter Manipulator ist. Und wir haben hier Captorius Nummer 3. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Nette Offensive. So. Dann haben wir den gleich jeden Moment. Du bist. Du hast eine Akku auf Serge, warum bist du mich an? Man merkt so ein bisschen an den Angriffen, die Sarah hat, dass sobald sie physisch angreift, halt fast keinen Schaden macht, weil sie halt so eine niedrige physische Fähigkeit hat. So. Okay. Wir können eigentlich jetzt gerade doch mal Cristario machen. Vor dem nächsten Kampf. Und speichern wir nochmal schnell ab. So. Cristariumsstufe 12. Cristarium Sarah. So. Wir beginnen mit Verheerer, Manipulator und zweimal dem Verteidiger. Manipulator. Verteidiger. Jetzt haben wir Manipulator. Dann zweimal Verteidiger, zweimal Manipulator. 31, dann nochmal zweimal. Manipulator zweimal. Verteidiger zweimal. Manipulator zweimal. Kapazität. So. Ich glaube auch, dass da beim Verheerer eigentlich das die ziemlich schnell auf das Level gebracht, wo alle Fähigkeiten da sind. Und jetzt ist der Verheerer mehr oder weniger nur noch unser sozusagen unsere Ausweichmöglichkeit für Magie-Ups. Und der Manipulator wird jetzt erstmal durchgeskillt. Einfach weil der komplexere ist zum Zusammenbauen. So. Dann speichern. So, außerdem man muss die Cactorius, die drei, auch besiegen, um die Chocobos freizuschalten. Auch so eine kleine Nebeninfo. So. Einmal Augmentor, dann Verteidiger, Verteidiger, Augmentor, 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 dann Verteidiger bis zum Großen, zack, Begnadigung, dann einmal Augmentor, dann
zweimal Verheerer. Brecher. Dreimal Verheerer. Eins, zwei, drei. Ein Brecher. Zweimal Verheerer. Brecher. Zweimal Verheerer. Brecher. Zweimal Brecher. Zweimal Verheerer und dann nochmal Brecher. So. Und Verheerbonus 2. So, die passen. Das habe ich gerade vorher bei Sarah vergessen. Aber die passen auch. Perfekt. So, nächste Stufe. 21.000. Gut. So. Dann geht's erstmal die Chocobos freischalten. Sobald wir das haben, haben wir uns als Jäger bewiesen und können die eigentlichen Jagdquests machen. Ich werde aber nur die erste machen. Je nachdem, wie es mal schauen, wie es rauskommt. I've heard about what you've done. You're one of us now. In fact, you may be the bravest of us all. Here, take this chocobo. You deserve it. So, wir haben Chocobos freigeschaltet. Das heißt, wir können das Gebiet abschließen. Und dann müssen wir einmal die Map neu laden, um die Quests schlussendlich richtig freizuschalten. Warum das so geregelt ist, keine Ahnung, aber das ist so. Auf jeden Fall kann ich dann gleich die Karte noch abschließen. Mal schauen, ob Lady Mystique was für das hat. Sieht aber nicht so aus. Nee, schade. Aber es ist eine Karte, die wir noch abgeben können. So, jetzt müssen wir für die erste Quest mit Tupia reden. I don't know how to thank you two. Hallo. You know what they say. Heroes make their own luck. Ah, falsches Wetter. Ah, aber wir können jetzt mit ihm reden. Has anyone told you of the savage monster lurking around this area? You'll see it on rainy days. That's when it comes out to feed. You see, that's why I never step foot outside when it's raining. I bet you could take that monster on. What do you say? You want to give it a shot? Das krasse Archylt-Scheppe wiegt sich gemächlich im Wind der Zeit. Der Jäger Tipur hat sich mit Noel und Sarah angefreundet und in Vertrauen auf ihr Können eine weitere Bitte an sie gerichtet. Er möchte, dass sie das Küsschen erlegen, das bei Regen in der Steppe auftaucht. Befreie deine Jägerfreunde von der Küsschenplage. Really? It only comes out when it's raining. Keep an eye on the clouds. Try not to get killed. So, genau. Das Küsschen werde ich auf jeden Fall noch machen.
und noch kurz die Karte vervollständigen. Hier. Dann hat der Pfad jetzt ein bisschen extra Länge, aber egal. Ich habe jetzt auf das Küsschen hingearbeitet, machen wir das jetzt auch noch kurz. Der Kampf dürfte jetzt auch nicht super lange dauern. Ich werde nur ein Gizarkraut hier noch opfern für die Karte. Aber wir dürfen dadurch auch etwas schneller unterwegs sein. So. Na? Darf ich nur die Treppe runterlaufen? Na, schade. So. Once you get used to them, they're hard to give up. Hey. So, dann geht's jetzt erstmal ab zu dem kleinen Punkt. Ich fand auch die Erklärung zu dem zu der Karte lustig, dass man die drei Cactorius-Kämpfe gemacht haben muss dafür. Was aber an sich logisch ist, weil da hoch kommt man ausschließlich, wenn man ein Chocobo hat. Ich weiß nicht mal, ob man... Ne, ich glaube, es geht wirklich nur mit dem Chocobo. So. Jetzt nehme ich das hier abgeschlossen. Ich will hier hoch, will noch die Truhe öffnen. Mit 8 Okkult-Chips, okay. So, jetzt müssten wir hier auch 100% stehen haben. Genau. So. Dann ab in die Klarwassermarsch. Und dann... können wir absteigen. Okay, da haben wir unser Monster, das wir kämpfen wollen. So, ich gehe jetzt aber erstmal hin und... schalte auf die Delta-Offensive, weil der Kampf beginnt ein bisschen erwartungsweise so wie in 13. Nämlich mit einigen Kleinküsschen. S. So, jetzt darf ich die Werte gesenkt werden. Ganz böse. So. Das Kleine ist auch gleich weg. Zack. Auf den großen. So, Küsschen hat 317.000 Leben, ist unzähmbar. Okay, schön. So, schön, dass Küsschen Säge angreift. Geh mal kurz in die Lebenssinfonie, um Medica einzusetzen. Dann sind die nämlich weg. Und wir in Delta gehen und ein bisschen mehr Schaden machen. So. Ich muss gerade überlegen, ob ich nicht einfach mal... Ja doch, ich gehe mal in die Vergeltungsballade. Und guck mal, ob ich ein bisschen sabotieren kann. Ah, Delta-Offensive. Erstmal die Kleinen weg.
Also ich wechsle jetzt gerade immer zwischen Küsschen, den kleinen Küsschen, ja, dass ich die Shockleiste von Küsschen oben halte. Ja, solange die nicht wirklich Schaden nehmen, die kleinen Küsschen, werden die nicht auf SOS wechseln. Und die sind meist mit einem kompletten Combo durch. Natürlich jetzt nicht, weil so Lebenssinfonie. Ah, Delta, da ist noch da. Küsschen hat schon wieder beschworen. Aha. Ah, nein. Mann. Okay. Egal. Dann machen wir das jetzt mal so. Wir gehen eigentlich voll auf Küsschen. Erstmal. Symphonie, wir müssen mal Serge hochheilen. So, Feldoffensive. So. Dann haben wir die kleinen Küsschen einzeln mal weg. Warum SOS ihr? Hört auf. Nicht pollen. Aussehen. So, weiter. Ich weiß, es ist relativ einfach zu machen. Und kann richtig gut reinhauen. Delta. Hat der wieder Pollen rausgeholt. Küsschen sich nicht heilen. Sieht doch schon wieder aus. Mann. Blöd angefangen. Noch ein bisschen hochheilen. Serge. Hochheilen. So, jetzt sind wir eigentlich bei Küsschen schon. Knapp zur Hälfte. So. Wieder ausgesät. Jetzt nochmal einmal kurz auf Küsschen, dass wir Küsschen nochmal ein bisschen Schaden machen. Noch einen Kreisel einsetzen. So, Lebenssinfonie. Und da heilen wir uns hoch. Delta.
Sinfonie haben wir die Gegend. Wieder auf Küsschen. Knapp 90.000 sind es. Lebenssinfonie ein bisschen hochheilen. Muss wieder ein bisschen Kleinküsschen durchkriegen. Und ich sagte noch, ja, das wird nicht so schnell gehen. Also es wird recht schnell gehen. Feuer, zack. Gehen wir in die Fläche. Lebenssinfonie. Delta-Offensive. Dieser scheiß Pollen. Sorry, dass ich das dazu sagen muss, aber das... Das senkt so enorm unseren... ja, den Flow. Von dem Kampf. Schon bei M angekommen. So, Küsschen ist bei 50.000. Ja, SOS nur alle. Ah, wurden gerade alle wirklich geheilt. Aha. Wir sind schon wieder bei A angekommen. Bei der Menge. Lebenssinfonie. Müssen wir heilen. Reise. Ein klein bisschen was kriegen. Wie viel sind das denn noch? Wieder aus. Hör auf. So. Okay, wir müssen wieder ein bisschen auf Küsschen gehen. Um Küsschen wieder ein bisschen Schaden zu machen. Dass wir weiter bei Küsschen runterkommen. Aufhört. Aber ich kann schon sagen, die ganze Küchengeschichte lohnt sich. So, müssen wir heilen. Sehr gewohnt. So, Delta. Küsschen. Noch 25.000.
haben wir es bald. Mit Feuergarten haben wir ein bisschen mehr Fläche und gehen auch auf Magieschaden. So, das war Küsschen. Und dann jetzt noch die kleinen Küsschen. So. Ist doch etwas länger als erwartet. Aber. Ja, gut. Aber wir haben den auch recht früh gemacht. Ab 2000 ist der Kampf machbar. So wie es gesagt. Dafür haben wir noch. Nur noch ein D. Wir sind schon mal einmal durch das ganze Alphabet durch. Das sind einige Küsschen, die beschworen wurden. Also kleine Küsschen. So. 1600 Kristallpunkte. Er hat 13 Minuten gegen den Kampf jetzt. Keine Gegenstände. Dafür die Küsschenlizenz, die 30.000 Kristallpunkte hat. Wir können direkt nochmal ein Kristallio machen. So. Das machen wir jetzt aber nicht mehr in diesem Part, sondern dann im nächsten. Sonst wird das hier jetzt noch viel länger. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!